Professor Hüther hat wunderbar herausgestellt, was Freiheit bedeutet. Freiheit ist Selbstverantwortung. Bei Freiheit kann man nicht irgendwelche Ziele vorgeben, sondern der Mensch muss diese Ziele selbst finden. Und was er gesagt hat, hat eine enorme Bedeutung für die aktuelle Politik, für die großen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Ich nenne ein Beispiel. Wir haben in Deutschland eine Diskussion darüber, ob wir die Agenda 2010, also jenes Reformwerk, das 15 Jahre her ist, ein Stück weit zurückdrehen, weil, so glauben manche, darin zu viel Selbstverantwortung für den Arbeitsmarkt verbunden ist. Das ist der falsche Weg. Wir müssen das, was wir an Fortschritt eingerichtet haben in der letzten Dekade, das müssen wir erhalten. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen die Herausforderungen der Globalisierung, der Digitalisierung in den Griff bekommen, dadurch, dass wir den Menschen etwas zutrauen, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Dafür muss der Staat die Rahmenbedingungen setzen, aber diese Rahmenbedingungen müssen so sein, dass möglichst viel Beschäftigung, Selbstverwirklichung in dieser neuen digitalen Welt, die große Chancen mit sich bringt, möglich sind.